1.4, ach, was weiß ich denn? Wie spricht man das denn? 17 bis 40 mm 4L. Auf Snapchat wurde ich gefragt, wie ich zum Fotografieren gekommen bin, seit wann ich fotografiere, also das wahrscheinlich gewerblich mache, und seit wann ich schon das mit dem Zeichnen mache. Zum Fotografieren bin ich eigentlich wie viele Tierbesitzer gekommen oder viele Tierfotografen, sagen wir es mal so. Ich hatte halt meine Hunde und wollte von den Hunden halt schöne Bilder haben, so mit diesem weichen Hintergrund, und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und da hat man sich dann informiert, dann holt man sich seine erste Spiegelreflexkamera. Fotografiere, also das Fotogewerbe habe ich jetzt seit 2013 und die Malerei biete ich gewerblich seit 2011 an. Genau, das habe ich eigentlich alles ziemlich schnell angemeldet, weil, ja, ihr wisst, wenn ihr dran bekommen werdet für Schwarzarbeit, das ist scheiße. Und von daher wollte ich das alles ganz schnell in Sack und Tüten haben. Und ja, wie ich zur Malerei gekommen bin, also ich sag mal, gemalt habe ich eigentlich schon immer sehr gerne, schon als kleines Kind. Ja, damals halt bloß Einhörner und Prinzessinnen. Ich weiß noch, damals, ich war so eifersüchtig auf meinen kleinen Bruder, der konnte nämlich so tolle Garagen malen. Da hatte ich einfach kein Talent dafür. Er hat einfach so ein Bündel Stifte genommen, so in die Hand, und hat dann ein Blatt genommen und hat so gemacht. Hatte dann 10.000 Kreise drauf, und das waren dann seine Garagen, seine weltberühmten Garagen. Ja, da konnte ich nicht mithalten mit meinen Prinzessinnen und Pferden. Ja, dann Grundschule, keine Ahnung, hat man selber Pokémon erfunden. Dann, ja, Oberstufe ging es dann los. Da habe ich dann irgendwelche Animes selber gezeichnet, so Manga-Zeug. Keine Ahnung, aber dann habe ich auch angefangen, zum Beispiel Pferde aus Pferdebüchern abzumalen. Kunst war natürlich immer mein Lieblingsfach, ist ja klar. Liebe Grüße an meine Kunstlehrerin. Das war aber meine schönste Zeit in der Woche, die Kunststunden. Ja, auch wenn ich in der Abiturprüfung in Kunst grottenschlecht war, aber mal ganz ehrlich, es kam nur Geschichte dran. Wer kann denn auch Kunstgeschichte? Hätte ich ein Bild gemalt, dann hätte ich bestimmt eine 1.0 bekommen in der Abiturprüfung. Ja, keine Ahnung. In Spanien, wie gesagt, kam dann halt das erste Mal so der Gedanke, Kunst zu studieren, was ich dann ja aber nicht gemacht habe. Aber dadurch, dass ich halt darauf kam, ich könnte ja Kunst studieren, habe ich halt angefangen, Leute zu fragen, ob ich vielleicht deren Hunde abmalen könnte. Und das ist mir auch schon damals relativ gut gelungen. Und ja, und dann kam halt das Interesse auch so auch von den Leuten. Und ja, dann bin ich nach Deutschland wieder zurückgeflogen, und da hatte ich dann quasi schon so die ersten Leute, die Interesse an Aufträgen hatten, und dann habe ich das Gewerbe 2011 angemeldet. Ja. Lanzora hat mich gefragt, ob ich Tipps zum Fotografieren habe. Ja! lernt eure Kamera in- und auswendig kennen. Beschäftigt euch mit diesen Einstellungen. Was ist ISO-Wert? Was ist eine Blendenzahl? Was ist Belichtungszeit, wie interagiert das miteinander? Lernt das kennen, übt, wirklich, das ist das A und O. Ihr müsst diese Einstellungen aus dem FF können. Keine Ahnung, es gibt Tutorials auf YouTube oder so, oder ihr könnt euch da wirklich im Internet schlau lesen, was das Fotografieren angeht, und dann ist es einfach ganz viel Übungssache natürlich. Speziell, wenn es jetzt in die Tierfotografie oder so gehen soll, dass ich dort vielleicht mal ein paar Tipps geben sollte, so die Grundsachen zur Tierfotografie, dann schreibt es mir in die Kommentare, sagt mir Bescheid, dann drehe ich euch auch gerne mal dazu ein Video ab. Street Dog Pinto hat mich auf Instagram gefragt, ob ich ein gutes Einsteigermodell in die Fotografie weiß. Also ich kann nur sagen, womit ich angefangen habe, und zwar hatte ich als allererstes eine 1000D von Canon. Und ja, um die ganzen Einstellungen und so kennenzulernen, ist das vollkommen ausreichend.
Als nächstes hatte ich dann die 60D. Und ja, das ist auch ein super Einsteigermodell. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Geld ihr habt, wie viel ihr investieren wollt. Es ist natürlich so, je mehr ihr ausgibt, desto bessere Qualität bekommt ihr. Es ist einfach so. Ja. So, auf Instagram wurde ich dann noch gefragt, wann ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das seit Oktober 2015 läuft, weil das der erste Monat war, wo ich komplett von meiner Arbeit gelebt habe. Also durch das Studium habe ich ja vorher das BAföG noch bekommen und das wurde dann im Oktober 2015 eingestellt und genau, und seither lebe ich von meiner Arbeit ausschließlich. Ja, der Ablauf. Also wie das mit der Selbstständigkeit abgelaufen ist. Ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Nach meinem Aufenthalt an der Uni halt täglich gearbeitet. Was dafür getan? Also erst nebengewerblich. Es war auch eigentlich erst nie mein Ziel, selbstständig zu werden. Weil, ja, Fotografie und Malerei ist jetzt nicht, keine Ahnung, es ist halt, ich hätte halt nicht gedacht, dass es funktioniert. Also es ist irgendwie immer Glück. Irgendwo, aber auf der anderen Seite ist es echt harte Arbeit, sich das alles aufzubauen. Also von nichts kommt nun mal nichts, das ist einfach so. Ja, generell, also man, wenn man seine Arbeit liebt, das spüren auch die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und meiner Meinung nach, wenn man seine Arbeit liebt, kommt auch dementsprechende Qualität dabei raus und man wird halt auch besser. Und dann hat sie noch gefragt, wie lange es gedauert hat, bis ich davon leben konnte. Ja, also schon 5-6 Jahre, solange ich eigentlich studiert habe. Also du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du deine Preise so weit anpassen musst, dass du sagen kannst, okay, davon kann ich jetzt leben. Und diesen Punkt musst du aber erstmal erreichen, ja, weil du musst halt auch dieses Kundenklientel aufbauen, von dem du quasi diese Preise dann verlangen kannst. Und das dauert halt eine Weile. Am Anfang fängt jeder klein an, es ist einfach so. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich selber überwinden muss, wo man sich selber klar machen muss, ja, wie viel bedeutet mir eigentlich meine Arbeit? Wie viel ist sie mir selber wert? Und ich war halt irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr wollte, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, das ist aber günstig, weil meine Arbeit ist nicht günstig, also keine Ahnung, oder billig. Meine Arbeit ist nicht billig, ich mache Arbeit mit Qualität und das soll man auch an den Preisen sehen. Ja, zum Thema Fotografie kam natürlich auch die Frage, was ich für Equipment habe. Ja, fangen wir mal an, ganz wichtig. Hier meine Kamera, die 5D Mark III, habe ich mir 2015 gegönnt. Habe aber noch eine zweite Kamera, die steht genau da, nämlich die 60D, meine Zweitkamera, Notfallkamera, was auch immer. An der 60D dran habe ich momentan das 50mm 1.4 von Canon. Ich bin eigentlich eh Festbrennweiten-Fan, deswegen habe ich auch fast nur Festbrennweiten. An der 5D Mark III habe ich mein absolutes Lieblingsobjektiv, 135mm 2.0. Ja, L-Objektiv. Dann habe ich fürs Studio vor allem noch, naja, man wird es nicht sehen, ich kann das jetzt auch nicht scharf stellen, ihr müsst mir jetzt glauben, was das ist. Das Sitzen bis 40mm 4L von Canon, das nehme ich vor allem im Fotostudio, ja, oder zum Filmen hatte ich es jetzt auch schon. Weitwinkelobjektiv kann man natürlich auch für Landschaftsaufnahmen oder so nutzen, die ich ja so gut wie nie mache. Wird auf jeden Fall irgendwann ausgetauscht, weil die 17mm brauche ich so gut wie nie. Aber es ist ein Top-Objektiv, gerade fürs Studio, knackscharf, Bombe. Dann habe ich noch hier meinen Brecher. Und zwar ist das 70-200mm 2.8L. Mein Objektiv für Bewegungsbilder war bis vor kurzem mein immer drauf, wurde jetzt abgelöst von dem 135mm und ja, werde ich aber demnächst auch austauschen, weil ich gerne die Festbrennweite, die 200mm hätte. Ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt so oft, aber ich habe es da, deswegen zeige ich es mit. Mein Senior,
Das ist das Meyer-Görlitz-Trio-Plan. Wird wahrscheinlich kaum jemand kennen. Es ist ein sehr, sehr altes Objektiv. Manueller Fokus, mehr hat es nicht. Also es hat keinen Autofokus oder so. Aber das Bouquet ist einmalig. Also es hat so ein richtig krasses Seifenblasenbouquet. Aber es ist halt wirklich auch relativ schwer zu handeln, dadurch, dass es keinen Autofokus hat und man alles nur per Hand manuell scharf stellen kann. Es gibt auch keinen Piepton oder so, wenn es scharf ist. Also man muss das alles mit dem Auge sehen. Aber wie gesagt, das Bouquet ist ein Traum. Ich nutze es allerdings halt nur für Stillleben bei Hochzeiten oder so, wenn ich die Ringe fotografiere oder die Blumensträuße. Und ich muss auch ehrlich sagen, dafür ist es mir eigentlich zu schade zum Rumliegen und wahrscheinlich wird es auch demnächst verschwinden. Und ansonsten Equipment, diverse Fotosachen halt, so Stativ, meine Blitze drüben noch, Kamerataschen, alles was dazu gehört. Speicherkarten.